Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2. Lang ist es her. Und zwar mit dem neuen Helden. Ringmaster ist am Start. Ich habe ihn ergaunern können. Und jetzt marschieren wir hier auf die Safe Lane und unterstützen unsere TA. Der Helden-Showcase von Valve, den verlinke ich euch nochmal in den Kommentaren. Das heißt, wenn ihr den Helden noch nicht kennt, könnt ihr darauf klicken und euch alles genau angucken. Na, das sind hier seine vier Fähigkeiten. So, diese vier. Und dann gibt es noch die Souvenire, ja, die, wenn man Gegner tötet oder wenn man getötet wird und respawnt, generiert werden. Und dann ist da immer ein zufälliges oben drin zwischen diesen drei unterschiedlichen. Dem da und dem da. Für fleißige Videoanhalter war diese kleine Sequenz. Ja, damit steht das TI jetzt endlich vor der Tür. Das Kompendium ist ähnlich wie letztes Jahr rausgekommen und beinhaltet ja nicht allzu attraktive Dinge, aber so ein paar kleine, feine Reihen. Mal gucken, wie hoch der Preispool wird. Ich glaube, es wird ungefähr wie letztes Jahr. Abwarten. Und Ringmaster mit TA zusammen, die können doch bestimmt um die Bounty kämpfen, oder? Naja, das Problem ist, wenn ich erwischt werde, bin ich, glaube ich, tot. Ich habe nur den Escape, aber den will ich natürlich nicht als erstes skillen. Ich will Q und E skillen. Ich denke, wir fangen mit dem Dagger an. Und talentmäßig gehe ich auch vor allem aufs Dagger. Einmal raufschmeißen, weil es Spaß macht. Das generiert, soweit ich weiß, auch Stacks. Ja, Aufladungen. Aber auf Level 1 ist erst eine. Später kannst du dann auf bis zu 4 wachsen. So, leider nur eine Bounty bekommen. TA hatte da keinen Bock. Ich kann es auch verstehen. Ich werde jetzt mich zurückhalten. Hätte ich da jetzt zum Beispiel versucht zu warden oder so, wer weiß, ne? Am Ende stehen die da. Die warden mich direkt, killen uns. Ich hoffe einfach, dass sie ein paar Last-Hits kriegt. Und wir haben mit dem Dagger viel Reichweite und mit der Ulti auch. Zu doll geblockt von mir. Aber Doppel-Melee. Das war ihm jetzt wichtig. Nice. Direkt dewarded. Und damit kommt das Camp. Ah, ich kann es aber nicht mehr pullen. Er ist nicht safe. Trifft nur den ersten in der Linie, das Dagger. Also ich kann es nicht durch Creeps schmeißen. So, ist ganz gut, dass er jetzt von mir ablässt. Kann sein, dass ich den Ward hier verliere. Mal gucken, der ist immer ein bisschen risky, aber dafür natürlich sehr nice, wenn er steht. Schade, hätte sie überhaupt drehen können. Gerade mit meiner Blood Grenade. ETA kommt irgendwie nicht, ne? Nein, der Creep! Ich glaube, ich hätte ihn gehabt. Ohne den Creep. Bin ich ganz sicher, ob es gereicht hätte. Kann ich noch nicht so gut einschätzen. Ich sollte eigentlich nur eine halbe Wave pullen und nicht eine ganze, sonst pushen wir danach sehr hart. So, ich will als erstes Boots, nicht den Magic Wand. Leider kriege ich keinen Autotick mehr raus. Uah! Aber ich glaube, für ein erstes Mal schlagen wir uns ganz gut. Bisher. Oh, halt unbedingt Boots gegen den Nightstalker. Das wird mega wichtig. Muss auch auf die Blume achten. Die wird immer kleiner, die Peitsche, aber immer stärker. Deshalb muss man den richtigen Zeitpunkt zum Channeln finden. Da haben wir ihn gerade mal gefunden. Ja, der Creep ist weg. Ich gehe auf die Flower. Geht da nicht. Mein Curry kriege ich leider nicht. Ah, ich habe schon so ein Trinket. Oha. Das ist leider die Illu. Illu ist das Schlechteste. Die Flasche ist das Beste, die Stärke gibt und heilt. Ist wie so ein Heiltrank praktisch. Also gibt nur Stärke, aber darüber heilt sie. Und dann gibt es noch so ein Furzkissen. Das finde ich auch ganz gut. Also ich habe es noch nie gespielt, ne? Ist nur meine Einschätzung.
Konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, auf wen ich gehe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich irgendeinen daggern sollen. Wir gehen Arc Boots. Oh, falsche Hotkey. Scheiße. Versaut. Nein! Wie schlecht! Gut, Hauptsache wir kriegen die Wave, die hier ankommt. Also die TA kriegt die Wave. Es gehen auf jeden Fall das Dagger hoch. Also, das schon mal holen. Der eine Tango ist wenig, aber er muss erstmal reichen. Ich glaube, unser Farm auf der TA ist in Ordnung. Ah, was ein Snipe! Das macht prozentualen Damage. Das Dagger ist Geld, also auch ein bisschen ins Late gegen Helden mit viel HP. Gegner haben jetzt so solide HP, nennen wir es mal so. So, ich benutze den Tango einfach so. Ich glaube, ich werde noch ein Magic Wand später machen aus den beiden Branches. Ewig kann ich gar nicht mehr bleiben. Hätte ich vielleicht bullen sollen, das eine Ding. Wir haben halt immer noch Vision Control. Er hat einen Sentry, der will die ganze Zeit. Vielleicht schafft das jetzt auch mal. Boots sind praktisch. Naja, kann da nicht wonen. Hat viel Rüstung. Beide haben sehr viel Rüstung. Mein Zocker hat auch sehr, sehr viel. 6. Genau, jetzt Tangos. Zumindest die Maske habe ich. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier das decken soll. Ich glaube nicht. Krieg keine Linie. Scheiße. Also ich glaube nicht, dass er super stark ist momentan. Ich glaube, wir benutzen ihn schon okay. Komm, ich versuch's. Nein! Oh! Sorry. It was in Dagger Animation, I tried to kill him. Ich hätte ihn getötet, wäre das durchgekommen. Es war schon in Animationen, ne? Es wäre geil gewesen. Es wäre jetzt nicht unbedingt super gewesen, hätte ich ihn getötet, weil ich bin ja davor gestorben. Aber ich wollte es einfach machen, weil ich bin dann volle Leben, volle Mana und wenn ich mit dem Nightstalker trade, ist natürlich der Hammer. Es war richtig, richtig knapp. So. Vielleicht Wards holen sollen. Mensch, mal. So, das Ulti war jetzt unangenehm. So, hier werde ich versuchen zu pullen. Ah, so knapp. So knapp. Ah ja, ich habe jetzt das. Oh, ich hoffe, das hatte ich bestimmt vorhin, ne? Mich vielleicht nochmal heilen können vorhin. Ah, ich bin auch minimal schneller gestorben als gedacht. Kann auch sein, dass ich es nicht hatte und erst durch einen Respawn bekommen habe. An die Dinger zu denken, ist erstmal ungewohnt. Das ist jetzt der Heiltrank. Oh, die habe ich da nicht getroffen. Schade. Also die Peitsche. Sah für mich aus, als würde das so, gerade so gereicht. Perfektes Timing vom Skyruster vorbeizukommen. Natürlich auch ein bisschen gehofft, dass ich debaten kann. Sagen wir das Furzkissen. Ich glaube, ich kann die XP-Rune nicht klauen, wenn ich jetzt losgehe. Nee, da habe ich eigentlich keine Chance. Außer der Bounty denkt nicht dran. Aber Bounty zeigt sich nicht, das heißt, er denkt dran. Also, das ist ein Fehler hochzulaufen. Das war ein bisschen auf gut Glück. Ich werde die nächste pullen, aber hier sollte ich wahrscheinlich auch ein bisschen den Nightstalker nerven. Na, ich pull einfach. Okay, nevermind. Ich hab's noch getroffen, das Dagger. Ich glaube, die Illu sollte man einfach schnell verschwenden, aber erst wenn ich Charges habe. Ist auch ein Disjoint, seien wir ehrlich. Na, okay, der ist schon tot. So, wir haben Arcanes, wir haben nochmal Tangos. Es war richtig, richtig gut, was jetzt hier gerade passiert ist. Ich muss eigentlich noch ein bisschen andere Lanes warden vielleicht demnächst. So, ich will nicht alle. Ups. Ah, zu spät. Einmal Vision verloren kurz. War jetzt nicht so schlimm, der Pull war nicht so wichtig. Ist ja die Frage, ob ich jetzt die Lane verlasse. Bei 8 Minuten.
Könnt ihr über das Twin Gate mal hoch. Schon recht später, ist halt sehr actiongeladen. Ich habe das Gefühl, mit mir ist die TA viel, viel stärker als ohne. Und wir sind jetzt beide Level 6. Sie ja schon eine Weile. Okay, jetzt pull ich. Also. Das Team ist auch wach. Ja, es ist noch ungewohnt hinzuspielen. Da hätte ich das Tonic gehabt, ne? Aber es hat 3 Sekunden Cooldown, ungefähr. Nachdem eins benutzt wurde. Das Furzkissen war noch sehr, sehr nice und der Stick. Aber gegen Zeus ist es schwierig. Geil, sehr, sehr guter Trade insgesamt. Das hier, ich werde jetzt gleich mal warden gehen. Wir haben unsere Arc Boots, wir haben unseren Magic Wand. Ich kaufe noch einen Smoke, der könnte sich auszahlen in nächster Zeit. Und ich guck mal, Lens finde ich gar nicht schlecht, schön viel Range. Könnte man sich überlegen. Oh, wisst ihr was? Ich gehe Greaves in dem Spiel. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Ich habe wieder Ulti. Die hat den Dazzle schon genervt, die Ulti, hatte ich das Gefühl. Und danach alles hinterher so. Ich meine, schwer einzuschätzen. Ich hatte ja auch gute Helden an meiner Seite, die viel Schaden machen. So, jetzt können wir ihnen vielleicht helfen. Das war zu wenig. Okay. So, nice, wir haben wieder das Getränk. Sehr, sehr gutes Timing, dass wir da waren. Nicht mal Ulti gebraucht. Oh, es war ein normaler Ward, ups. Ich sollte ein Sentry sein. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich doppelt geklickt habe. Offensichtlich nicht. Ist jetzt gar nicht so schlimm, der Ward da. Ich wollte ein paar Sentries prinzipiell mal jetzt stellen für den Bounty Hunter, der hier bestimmt ein bisschen rotiert. Stellen wir in die Mitte noch hier ein Sentry. Aha, hallo. Der geht auf 4, weil es so Bock macht. Die Box killen wir auch noch. Könnte man auch ein bisschen früher skillen, aber so als Value-Punkt. Aber das passt schon. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Wards. Noch, ich würde sagen, ein Sentry, Buckler und noch ein Sentry. So. Der hat Rot und Ulti. Man muss vorgehen. Da ist der behind you. Hätte ich gar nichts. Ich wusste schon, ich muss gar nichts machen. Ich dachte, komm. Für einen Assist, aber nicht mal der. War noch drin. Das ist ein bisschen so ein Positioning-Held. Die Ulti hat sehr viel Reichweite. Dagger hat noch mehr Reichweite. Nur die Box hat wenig. Das skillen wir aber noch. Da gibt es ein Talent für. Das skillen wir auf jeden Fall, dass wir da mehr kriegen. Okay. Ah, ich versaut. War ein bisschen aggressiv von mir positioniert, aber ich habe halt das Getränk. Ich habe Magic Wand. Also das Stärke-Getränk. Der war schon tot. Überlegt, ob ich noch einen Sentry stellen muss, aber er war dann auch noch gedustet sogar. Das ist voll geil mit TA zusammen. Ich glaube, ich habe ihn. Glaube ich. Ah, vielleicht heilt er sich nochmal. Ah, schade. Ich will gerade, wo sie hier vielleicht ein Ward haben. Schwer zu sagen. Ich traue mich gerade nicht mehr hoch. Ich sollte nicht nochmal hochgehen, ist zu risky. Bleiben wir hinterm Team, positionieren hier einen Sentry. Ich wollte eher einen auf die Lane stellen. Auch für die Zukunft so ein bisschen. Oder ist da was? Ja.
Bubble ist gut, denke ich. Peitsche hochskillen. Also ich würde mich schon auch nicht über eine Lens beschweren. Die Peitsche hat ein bisschen wenig Reichweite. Ich mag ihn sehr vom Design. Aber ich glaube, sein... ich glaube, der Held ist ein bisschen, naja, verworfen worden. Ich glaube, der hatte mal ein komplexeres Design. Das ist so meine Vermutung. Obwohl es jetzt nicht total unkomplex ist. Der hätte ich früher TP'en sollen übrigens. Ich wollte unbedingt den Küken. Oh, wo bin ich? Oh, ich wurde abgebrochen. Na gut. Noch ein Grund früher zu TP'en. Alter, Nightstalker ist interessant. Er lässt von mir ab. Ich glaube, weiß, dass er mich nicht killen kann. Oh, verdammt. Alter, diese Dagger. Diese Dagger, ey. Also ich muss sagen, ist natürlich jetzt nur ein Spiel, aber fühlt sich gut an. Bisher. Oh, ein gutes Team. Schwer den zu erwischen. Also wir nehmen, was wir kriegen können an Spielen. So, Mecha kommt. Ich brauche TPs. Kann noch einen Ward kaufen. Ich werde noch einen Sentry holen. Vielleicht, ja, zu spät zum Stacken. Ich smoke den mal wieder, weil er einfach ein super guter Smoke-Ziel ist, um gemeinsam mit ihm zu ganken. Jetzt habe ich schon 5 so eine Trinkets. Kuschen. Furzkissen. Hab leider gerade kein Sentry. Ah, weiß nicht, ob der da Vision hatte. Wir waren im Smoke, also schwer zu sagen. Das ist ein Hintenstehheld. Wir stehen hinten. Hier. Escape. Act Cast, das ist. Nee, Tame the Beast. Hier, Tame the Beast. Nee. Nee, das wollen wir. Escape Act. Genau, für den Safe, ja. Gott. Alles gut. So. Ich stehe hier in Ward. Genau für den Tower. Obwohl, nicht direkt so. General Obst und ich. Was kostet die Welt? Ich hole noch einen Smoke. Bisschen doof, den letzten auch noch auszugeben vielleicht, aber... So, ich werde hier stacken. Oder Mitte kämpfen. Ah, hier ist nichts. Alles klar. Ah, halt meckern. Ich muss unbedingt im Teamfight mit dabei sein. Ich kann ihn aber nicht initiieren. Deshalb muss ich so ein bisschen rumstehen und warten, was passiert. Oben noch ein wenig Vision aufbauen vielleicht. Ich will meinen letzten Sentry noch nicht benutzen, wegen dem Bounty Hunter für Kämpfe. Ich könnte hier ein Ward probieren, das ist ein bisschen risky. Also manchmal wird er dewarded da, aber es ist ja früh im Spiel, vielleicht rechnen sie nicht mit. Ich glaube, sie haben den nicht kommen sehen. Ah, vielleicht schon. Scheiße. Gut, wenn der Marke da steht, dann kann es sein, dass dewarded wird. Okay, hat innen Sentry reingestellt. Also war schon die Wall. Immerhin müssen sie einen neuen kaufen jetzt dafür. Langsam langweilig geworden. Ich will unbedingt kämpfen, aber Gegner wollen nicht und ich kann es nicht forcieren. Kann gut sein, dass sie hier bald kommen und es die Warden wollen. Ich glaube, deshalb blauern wir auch so ein bisschen. Also deshalb blauert zumindest ich aktuell. Guck mal, ich meine, Zauberschaden 8%. Gossamer ist aber auch nice. Movement Speed. Komm, wir nehmen lieber das. Ja, auch eher Control. Er macht Zauberschaden, so ist nicht. Und trotzdem. Your bottom tower is under attack. Schade.
Weichen uns gut aus, aber wir pushen zumindest. Und ja, da hat der Smog jetzt mal funktioniert. Welchen Chor würde ich jetzt hier hin tippen und das schon mal rauspushen? Die werden das nicht mehr verteidigen. Aber ich bin keiner. Schön die Ward-Kette zuziehen. Schwierig zu dewarden. Der hier. Ja, perfekt. Greaves in 400. 12 Assists, ja. If we get this tower, we can get Tormenta. Ich brauche unbedingt Vision. Hätte ich vielleicht einen sparen sollen für dieses Areal. Die Ruhe vor dem Sturm. Mit dem Ringmeister, da war da was. War da ein Monkey. Ah, da ist er. Scheiße. Ah, ich habe ihn nicht. Werden sie fast umgedreht, habt ihr das gesehen? Oh, das war das Falsche. Ich hab mich verklickt. Ich wollte Spotlight machen, weil ich gerade einen Schad bekommen habe und habe aus Versehen Furzkissen benutzt. Ich habe den Kampf gerade verkackt. Scheiße. Hups. Ich dachte, hey, warum springe ich rein? Ich wollte nur Spotlight machen und noch ein paar Spells spammen. Ich dachte erst, wir gewinnen den Kampf eindeutig und dann, keine Ahnung, haben wir ihn doch nicht gewonnen. Aber wir haben Tormenta bekommen. Verrückt, dass wir den verloren haben. Aber eigentlich war es gut fürs Spiel, war alles Absicht. Ich habe auch wirklich, ich bin weit unter meinem Potenzial geblieben. Durch den Missklick war ich komplett raus. Bin in die reingesprungen. Und natürlich, ne, Zeus macht viel Schaden. Ich werde nach den Greaves Pipe gehen, wenn es kein anderer macht. Ah ne, der Underlord, ja, ich wollte gerade sagen, klar, der geht garantiert Pipe. Oder Moment mal. Scheiße, der hat schon Greaves. Oh, hab ich nicht drauf geachtet. Zu konzentriert drauf, den Helden zu lernen. Natürlich den. Also. Zu leicht der Safe, zu leicht. Ein paar Mal so ein paar Dinge. Ich vergesse manchmal, wo mein Q ist, also dass die Peitsche Q ist. Aber ansonsten, das Wichtige da war der Safe, auch wenn ich danach mein Spell Usage schon versaut habe. Wir wollen keine Pipe. Wir wollen das, das. So. Oh, ich hatte so Angst, ne, weil mein TP ewig war. Aber Stärke, Trank und das W, die Box. In dem Kampf hier wäre so viel gegangen noch von meiner Warte aus. Ich gehe Lens jetzt für mehr Spell-Reichweite. Wir gehen jetzt Doppelgrief. Man kann Doppelgrief schon spielen. Es ist okay. Aber ich werde jetzt nicht noch eine zweite Pipe kommen, das ist wirklich richtig schlecht. So. Da wird wahrscheinlich nur ein Sentry stehen, aber ich mach's trotzdem. Oh, woo! Die Position mögen sie. Das Whisky von mir gegen Nightstore. Ah, ne, er ist Mitte. Wie soll ich Marosch machen? Okay, ich bin dumm. Hä? Ach, das ist nicht durchgekommen. Als Magic Wand habe ich bloß nicht benutzt, ich wäre eh gestorben. Ich wollte das noch benutzen. Ah, ich weiß warum. Das hatte ich mal getestet, ich habe es nur vergessen. Und zwar, Wheel of Wonder muss eine gewisse Reichweite haben. Also das muss so ein bisschen rollen. Das kann man nicht direkt vor sich setzen. Ja, war dumm von mir, war dumm von mir. Das war eigentlich komplett dämlich, der D-Word. Aber dass sie hier in das Rosh Pit rennen, halte ich für gewagt. Von ihnen, sehr gewagt. Oh, der Bash. Oh nein, ey. Aber sie hat das Aegis bekommen. Der Bash war richtig, richtig bitter. Mal sehen, ob ich dann auch hinkomme. Stagger.
Na, ja, der kommt raus. Ich gehe da mal hin, weil die TA noch da ist. Ich hatte sogar noch den Illu-Block auf der Schneise. Bisschen lucky. Ah, zwischen Genie und Wahnsinn sind wir in unserer ersten Runde. Ich hab grad ein paar Spikes, ne? Sorry dafür. Ist wohl immer noch nicht weg. Das war so geil. Dieses Auspeitschen ist sehr befriedigend. Impel, ja, das ist richtig gut. Ja. Weil. Damit können wir jetzt mehr treffen, wenn ich es richtig verstehe. Geht das da jetzt durch einen durch. Das ist super gut für uns. Viele Level bekommen durch den Kampf. Der hat 1000 Sachen, die man gleichzeitig machen will. Diesmal habe ich es von der Sequenz okay hingekriegt. Aber habe sie halt vor allen Dingen vom Movement gejuckt. Habe mich ein bisschen mehr darauf konzentriert, ordentlich mich zu bewegen, anstatt jeden Spell perfekt zu treffen. Hat sich sehr ausgezahlt. Also Spotlight, ne? Ist ein Shard. Es gibt im Endeffekt Vision. Macht noch ein paar andere Sachen, ne? Es gibt vor allen Dingen Vision. Oh, scheiße, ich dachte, der geht um. Das Getränk behalten wir, das ist sehr, sehr geil. Schade, jetzt habe ich das nicht bekommen. Gut. So. Lenz hätte ich schon gerne. Müssen wir ein bisschen auch nachstocken. Ach komm, wir machen einfach so. Machen wir so. Hol den Lenz nachher. Ich brauche den Kram. Macht mir sehr viel Spaß tatsächlich. Bisher. Ist aber immer, wenn man einen neuen Helden spielt, natürlich spaßig. Prinzipiell schon erfrischend. Ich muss kurz abdrehen. Ich brauche die Wards und der Kurier verrät uns sonst. Okay, ist eh tot. Your bottom tower is under attack. Oh, wow, das ist ein Portal. Ah, das ist unser Portal. Hier wird die wardet, aber hier wahrscheinlich nicht. Es war nicht gute Vision, aber sie ist sehr tief und sehr versteckt. Wir kennen Smoke. Your bottom tower has fallen. Maybe wrap around. Ich will eigentlich nicht vor, so ein bisschen, ne? Also korrekt den Tower zu pushen, ich wollte nur, dass wir das hier machen, falls sie kommen. Muss nicht sein, ne? Aber falls sie sich so ein bisschen raustrauen. Jetzt mit der Lens habe ich auch gut Range auf meinem Safe. Your bottom tower is under attack. Okay, Tower weg. The enemy's top tower. Mitte war der Nightstalker. Wenn der Tusk ihn erwischt, wäre gut. Ja, wisst ihr was? Ich kaufe mehr. Skaliert mit meinem Level, die Stärke, die ich verteile. Ich glaube, gerade so im Midgame ist es sehr, sehr nice. Alles klar. Auch schon an May Respawn, auch krass.
Okay, hier sind halt keine Objectives mehr. Wir müssen auf Frosch warten. Oder wir contesten den Tormentor, aber es ist mir jetzt zu anstrengend. Letztes Mal hat das nicht geklappt. Das Wukongs Command war gut platziert. Ihr merkt, der steckt mir immer noch in den Knochen, der kommt da. Oh ne. Geil, dass wir einen neuen Helden erwischt haben und wir ihn hier gespielt bekommen. Und es nicht ein totaler Stomp wurde. Also. Jetzt sieht es natürlich wieder ziemlich gut aus. Gegner sind halt sehr, sehr defensiv. Müssen sie vielleicht auch sein. Ja, ganz viel Burst und sowas. Schon anstrengend gegen die. Der Monkey ist stark. BKW, Gleipnir. Die haben auch, ne? Mit Track und so. Mit Zeus, mit Nightstalker, Dagger, Phylactery. Dann der Monkey. Die haben so viel Gap Close gegen mich. Wahrscheinlich brauche ich noch irgendwas Defensives. Wahrscheinlich ist es hier sogar ein Force und kein Glimmer. Weil wenn die Dust haben, komme ich nicht aus dem Silence raus. Dann kann ich gar nichts machen vom Nightstalker. Also ich muss wirklich super weit hinten stehen. Oh, das war ein Portal. Mach ich hier auch mal rein. Auch wenn die schon weg sind. Hallo. Eine Riesenflug. In 1,8 kommt er frühestens. Wir sind ein bisschen verteilt. Ja. Das ist ja gut, da kann ich nicht hin, unmöglich dahin zu kommen. Zu verteilt, zu greedy. Ziemlich schlecht vom Positioning. Ich überlegt, ob ich was sage, wie kommt to us oder so, aber. Tja, das Problem ist, wenn ich dem helfe, sterbe ich wahrscheinlich auch, aber mal gucken. Vielleicht doch nicht. Oh, verklickt. Ja, ich hätte verfolgen sollen. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht bekommen, aber der Sill. Nice, haben wir richtig gut gemacht wieder, Leute. Wir brauchen ein T3-Item, wenn er das haben kann. Aber wir haben schon einen kranken Safe, ne? Wenn es wirklich darum geht, Leute zu schützen. Irre. Ich habe nur die Blume aus Versehen auf mich benutzt. Ansonsten war mega nice. Was ist denn das? Nehmen wir die Robe. Vielleicht hätte ich sogar dieses andere nehmen sollen. Das Schutz-Shell-Ding. Let's do it. Nice. Das war wichtig. Ist er die Warded One, der Sentry? Oh, vielleicht habe ich ihn doch in Tower reingestellt. Ich weiß, ich werde die verlieren, die Wards, aber geht nur darum, dass der Bounty nicht reinrennen kann. Oh nein, ich habe mich geboxt. Fuck, ich wollte die Peitsche benutzen. Ich finde diese Darts echt gut. Die sind so krass. Wir haben sie geknackt, als wir ihn hier erwischt haben. Nur leider habe ich mich einmal geboxt. Ich wollte mir nicht boxen. Hat ja nicht mehr viel Cooldown jetzt. Und jetzt haben wir auch den Force gegen den Nightstalker. Zum Glück kann man das irgendwie trotzdem benutzen, oder? Kam mir so vor. Konnte ich das im Silence benutzen?
das Gefühl, das ging. Was krass wäre. Und zum Pushen ist Spotlight tatsächlich gerade mit Lance sehr nice. Wir geben der gegnerischen Fountain die große Bühne. Oh, zwei dumme Eingedanke. Ling Reeves. Okay. Wir einmal noch spotlighten in die Basis. Oh, der will auch schon richtig teuer. Nice. Okay. Das war der neue Held. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen einen Einblick geben können. Wir haben ihn, denke ich, schon zumindest vorläufig gut durchleuchtet, was zu Spotlight auch passt, was so die Stärke der einzelnen Trinkets, die er da hat, angeht. Ne? Das Furzkissen, würde ich sagen, ist Platz 2. Platz 3, also das schlechteste, ist die Illu. Das ist natürlich alles ein bisschen situativ. Und Platz 1 ist der Trank, dieses Stärketonikum. Die Sache ist, allgemein ist das sehr gut. Seine Innate, das ist ja seine Innate, ist sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Aber er hat halt noch kein Aghanims und er hat noch keine Facetten. Es gibt noch keine Facette. Da ist zwar so ein Ring als Symbol, aber dieser Ring... Ach, mein Team war freundlich. Aber sogar Stacks. Dieser Ring, der macht nichts. Wo ist denn das? Wo sieht man das hier? Welche Facette? Hier, guckt hier. Center Stage. Ringmaster is still new to the spotlight. This facet doesn't do anything yet. Also es fehlt ihm. Seine Innate ist, wie gesagt, sehr stark. Seine Reichweite ist stark. Er hat sehr viel zu tun. Er hat halt ganz viele Knöpfe, aber keinen inhärenten Escape. Also er spielt sich Positioning-lastig. Damit hatte ich aber auch gerechnet. Er kann sehr viel Bock machen, weil man sehr krass safen kann. Und hat man hier ganz gut gesehen. Gut heilen kann und so weiter. Man hat auch keine schlechte Lane. Ich glaube, er ist ein ganz solider Held. Also mein Eindruck war zuvor, er ist vielleicht eher auf der etwas schwächeren Seite. Jetzt nach dem Spiel ist vielleicht auch nur Ergebnis geschuldet, ne? Ist mein Eindruck, er ist wahrscheinlich doch eher ein Mittelgewicht. Aber komplett broken ist er auf keinen Fall und er scaled auch nicht so gut. Das heißt, er ist, denke ich, schon primär ein Support. Vielleicht Offlane mit Greaves und Crimson und so Kram, aber eher nicht, denke ich. Und Mitte, vielleicht so ein Midgame-Mitte-Build. Ich glaube primär, wie gesagt, Support. Und ja, wir kommenten mal. War doch spaßig, haben ja auch gewonnen, da ist kommenten immer easy. Okay, mein Gold war solide, ist halt Support, ne? Am Ende hatten wir mehr als der Tusk. Es gab so zwei Kämpfe, die richtig klatsch waren, wo ich Leute gerettet habe. Einmal unten der Underlord, einmal dann mich selber. Toplane nach dem verlorenen Aegis. Es gab aber natürlich auch ein, zwei Kämpfe, wo ich verkackt habe und ja. Es war sehr lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, es ist ein schöner Einstand wieder in die Gameplay-Zeit. Obwohl nicht so viele kommen werden, aber ein, zwei, wahrscheinlich eher zwei, sind auf jeden Fall noch geplant vor dem TI, welches ja auch bereits in knapp 2 Wochen losgeht. Also dazu kommt natürlich auch noch dann mehr. Ne? Also es gibt noch zahlreiche Infos, die euch dazu erwarten, einen Streaming-Zeitplan und so weiter. Es wird eine sehr, sehr geile Zeit, für die ich mir auch vieles Lustiges überlegt habe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wieder noch ein kleiner Random Fact, auch wenn es viel zu spät ist und eh keiner mehr sieht. Ich spiele gerade Hades auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, falls ihr Bock drauf habt. Macht sehr viel Spaß. Mein zweites Mal jetzt jeher, am Montag 18 Uhr wieder. Also twitch.tv/henryo90, am Montag ab 18 Uhr Hades. Und ansonsten auf weitere Gameplays in naher Zukunft. Bis dahin, haut rein.